Willkommen zurück zu Borderlands, wo ich eben ein paar Soundfehler beheben musste, irgendwie. Hallo, Reisender! Auf dem schwarzen Brett in T-Bone Junction sind neue Missionen verfügbar. Warum hat Claptrap so eine Stimme? Hallo, hier Markus. Ich habe was Passendes für dich. Komm zu mir! Nach T-Bone Junction. Schwierigkeit unmöglich. Trotzdem habe ich sie geschafft. Ja, sehr unmöglich. Wir sind eure Führer. Wer trifft die Entscheidungen, die für euer Leben am wichtigsten sind? Bevor ihr antwortet, Atlas! Also Leute, wenn wir jetzt irgendwas wie einen Waffenladen finden. Da muss ich hin. Also da ist Wagen, da oben ist Heilung. Keine Ahnung, du. Ich glaube, hier rauszurennen ist auch nicht wirklich so die beste Möglichkeit. Obwohl, da hinten ist auch was. Moment mal. Laden, Außenposten, Station, Laden. Da. Also einfach nur geradeaus durch die gesamte Gegend. Sollte ja machbar sein. Kommt mir das eigentlich nur so vor, da bewegt er sich wirklich so langsam, trotz Sprinten. Und die Leute reden immer noch nicht, wenn man sie anspricht. Ach so. Ich frage mich jetzt, wie ich zu Markus komme. Der meinte, ich soll zu ihm kommen. Aber wenn ich ihn nicht finde, habe ich jetzt auch keinen Bock, hier den ganzen Part rumzusuchen. Ich gehe jetzt einfach zur Straßensperre und fertig. Ah, hier Scooter, kleine Warnung. Diese Crimson-Schweine haben auf dem Highway ein paar Straßensperren errichtet. Mach sie fertig und wir tun einfach so, als hätte keiner was gesehen. Okay. Schauen wir unsere Füße.
Was soll das denn darstellen? Achso, ich dachte, das war die Wegsperre. Ich glaube, hier bin ich falsch. Nein, bin ich nicht. Das war auch eine blöde Idee, das DLC spielen zu wollen. Ahaha. Ich dachte, es muss jetzt den ganzen Weg laufen. Los geht's. Wir sind zu langsam. Aber hey, dafür habe ich mir jetzt ein Auto ercheatet. Hallo, Reisender! Auf dem schwarzen Brett in T-Bone Junction. Halt die Fresse, Claptrap. Danke. Hallo, hier Markus. Ich habe was Passendes für dich. Komm zu mir. Nach T-Bone Junction. Nicht mit Waffengewalt gegen die Unterdrücker. Überlasst das Kämpfen uns. Falls wir die Zeit finden, euch zu verteidigen. Werdet ihr gestochen, steht die Blutung so gut ihr könnt. Werdet ihr vergewaltigt, macht einen Spaziergang. Wir werden euch beschützen. Ach ja, diese freundlichen Ansagen immer. Oh, das kann ich hier aufmachen. Also ich loote hier noch mal ein bisschen und dann gehe ich wieder ins normale Spiel. Firestone. Verstehen, warum du bitte zurück willst. Ja, ich auch nicht. Ich meine, guck dir einfach das hier an. Das sieht doch viel schöner aus. Hallo. 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 Also. Warum sind sie hier? Das klingt nach einer guten Mission. Und das wäre jetzt der im wahrsten Sinne des Wortes Monster-Cheat. Ah, schade. Zeit für eine Spritztour. Man schießt nicht auf Passanten. Lernt euch das. Ne, warte, das ist anders. Ey. Wie sich die Viecher hier nicht benehmen können, ne? Hi.
Dieses Projekt ist gerade momentan sehr scheiße, aber nur weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Was macht ihr so, außer jemanden dabei zuzusehen, wie er gar nichts schafft? So, hier ist irgendwo ein Datenschreiber. Oh, hi. Seid ihr öfter hier? Wie viele sind denn das? Schnauze. Komm schon, man wird sich da auch hochcheaten können, oder? Nein! What? Kann man nicht? Wie war denn jetzt der Weg nochmal da hoch? Hier rum, glaube ich. Nein. One-Hit, trotzdem kriegt man für die 1000 XP? Aber irgendwas ist da noch kaputt. Nein, nein, nein. Nein. Ich meckere nur, weil ich gerade sehr angepisst bin vor diesem Spiel. Ach, da geht's rüber! Halt weg. Glaube, ich hab's gefunden. Sagen, der Ort hier ist sehr anstrengend. Also, ich komme hier fast nicht zurecht. Und ich bin auch schon dem Tode nahe. Okay. Oh. Shit. Ich bin aber voll. Ugh!
Und da ist der letzte. Okay. Und wo muss ich die abliefern? Ahnung, wo ich die bekommen habe. Das ist bestimmt schon ein halbes Jahr her. Müsste ich mal bei YouTube gucken, weil ich den ersten Part davon hochgeladen habe. Aber auf jeden Fall ist es sehr lange her. Questlog, ich habe eine Map, die mir anzeigt, wo ich hin muss. Aber ich meine, das war irgendwie ein Echo gewesen, das am Anfang rumlag. Mir fällt gerade ein, dass ich gerade gar nicht zum Anfang laufe. Ich hatte eigentlich total Lust, mal wieder Borderlands zu spielen, aber nach dem, was mir hier passiert ist, habe ich keinen Bock mehr. Ich habe keine Ahnung mehr von allem. Und ja. Wo muss ich denn jetzt hin? Dieses Spiel hat fast keine Dialoge, zumindest werden sie nicht gezeigt. Und manchmal bekomme ich einfach irgendwie welche Aufgaben und ich frage mich, warum das überhaupt was mit dem Typen zu tun hat. Ich würde da mal sagen, das war es dann auch für diesen Part, in dem wir mal wieder nichts geschafft haben. Außer einer Mission. Und ja, ich bin ein bisschen traurig. Ja. Und dann bis zum nächsten Part hoffentlich. Und
Ja, das mache ich offscreen und bis dann.